Den ersten Spatenstich für das neue Wohnquartier Bellevue 2.0 haben Oberbürgermeisterin Charlotte Britz, Baudezernentin Dr. Rena Wandelhöfer und die beiden Geschäftsführer der GIU, Dr. Susanne Mösel und Jürgen Schäfer, jetzt gesetzt. Die Fläche zwischen Zeppelinstraße und am Ordensgut umfasst knapp 40 Bauplätze mit 150 bis 700 Quadratmetern. Wie OB Britz erklärte, setzt die Stadt bei Bellevue 2.0 auf städtebauliche und architektonische Qualität. Wir haben hier jetzt endlich nochmal Platz geschaffen für Familien mit Kindern, für Menschen 50 plus. Also es wird eine interessante Mischung hier in diesem Wohngebiet geben. Und ich freue mich, dass wir damit die Gelegenheit haben, wieder Menschen entweder in unsere Stadt zu ziehen oder in der Stadt zu halten. So soll ein attraktives Wohngebiet entstehen, das für junge Familien und Senioren gleichermaßen interessant ist.